Bei uns ist Christian Beeker, ist der Sportdirektor vom FC Energie Cottbus. Schönen guten Abend, Herr Beeker. Guten Abend. Wie bindend ist denn dieses Konzept? Muss das jeder Verein umsetzen? Das ist eine Richtlinie, ein Handlungskorridor, mit dem wir aber schon in der Vergangenheit alle gearbeitet haben und der jetzt noch ein bisschen modifiziert wurde, angepasst wurde auf die aktuelle Situation oder die Vorfälle, die in irgendeiner Form an irgendeiner Stelle immer wieder vorkommen und in denen wir jetzt arbeiten werden. Aber wie ich schon sagte, wir machen das die ganze Zeit. Es wurde jetzt bloß im Detail noch ein bisschen nachgeschoben. Also viele Sachen gibt es schon oder meiste davon. Trotzdem lehnt Union das ab, haben wir gerade gesehen. Hertha findet es ganz okay. Und wie sieht FC Energie Cottbus das? Für uns, wie ich gerade sagte, ist das ja schon Bestandteil. Wir halten uns da schon seit Jahren dran, haben eine sehr intensive Videoüberwachung zum Beispiel und auch das Thema Ganzkörperkontrollen etc. Das ist ja nur ein Bedarfsfall, wenn wir feststellen, wir haben ein sehr, sehr intensives Risikospiel oder wir haben ein Problem, dass in unserer Stadt oder bei der Anreise oder drumherum um dieses Spiel Probleme entstehen könnten, die wir noch nicht abschauen können, dass wir uns darauf vorbereiten. Darum geht es. Und so haben wir das verstanden und deswegen haben wir dazu gestimmt, dass dieser Vorgang insgesamt sehr unglücklich gelaufen ist, weil ein internes Papier in die Öffentlichkeit gelangt ist und man im Vorfeld damit nicht richtig umgegangen ist mit den Beteiligten. Ich denke, das steht außer Frage und das hat auch jeder mitgekriegt. Ja, aber dann fragt man sich ja, wenn doch alles so bleibt, wie es war, warum laufen die Fans dann Sturm? Fans haben eine andere Sichtweise zu den Dingen, was auch völlig okay ist, was auch jeder verstehen muss, aber auch in jedem Umfeld anders. Wir beim FCE haben zum Beispiel 2000 Fans, Mitglieder. Bei Union Berlin sind es 10.000. Beim Hamburger SV sind es 70.000, bei Bayern München sind es 150.000. Das alles unter einen Hut zu kriegen mit den Bedürfnissen, die jeder daran hat, das ist ein großes Problem. Und wenn man dann im Vorfeld dieser ganzen Aktion ein Papier verteilt, um dann im Nachhinein darüber zu diskutieren, bevor man das Papier verteilt hat, das ist ein bisschen... Also man hätte die Fans mit einbeziehen sollen, dann wäre das alles nicht so hochgekocht? Auf jeden Fall. Man hätte mit diesem Thema von Anfang an ein wenig anders umgehen müssen. Das haben auch alle Beteiligten gesagt, dass das nicht optimal lief. Ich habe heute in einem anderen Sender schon gehört, dass zum Beispiel in Bayern der nächste Step gemacht wird, dass sich die Vereine zusammentun mit der Polizei, mit dem Innenministerium, um gemeinsam die nächsten Schritte für ein sicheres Stadionerlebnis für die Leute, die nicht im Fanblock stehen, die Fahne hochhalten, sondern die mit ihren Kindern hingehen, Bratwurst essen wollen, ein Bierchen trinken wollen und dann wieder gemütlich nach Hause. Und ich glaube, wenn das nach und nach einzieht an den einzelnen Stellen, dann werden wir auch wieder diese Ruhe haben, die wir brauchen. Das heißt, das könnten Sie sich auch vorstellen für Cottbus, Hertha, Union, dass Sie sich alle zusammensetzen und da Konzepte erarbeiten? Na, jedes Land hat ja seine Verantwortlichen in diesem Segment. Es gibt das Land Brandenburg, Land Berlin. Und wenn man sich dort hinsetzt und die Wege gemeinsam versucht zu lösen, die Probleme, die da sind, die aber aus meiner Sicht... Zum Beispiel bei Union Berlin, da ist ja nie etwas. Bei uns ist auch nie etwas. Hertha hat die Problematik mit dem Relegationsspiel gehabt. Da muss man natürlich auch wieder sehen, wie viele Menschen waren dort. In Düsseldorf waren über 50.000, in der Stadt noch mehr unterwegs. Oder hier in Berlin, wenn Hertha spielt. Daher, jeder hat seinen eigenen Inhalt und da muss man ganz sensibel mit umgehen. Also wenn dann die Fakten jetzt wirklich überall durchgesickert sind, denken Sie, es beruhigt sich schnell wieder? Oder rechnen Sie doch auch mit Fanaktionen und Boykott von Spielen oder Ähnlichem? Also mein Wunsch ist, dass wir uns jetzt wieder auf Fußball konzentrieren. Wir hatten jetzt zwei Heimspiele mit 12 Minuten und 12 Sekunden Stille zum Anfang, dass uns das überhaupt nicht gut bekommen. Wir wollen wieder Spaß am Fußball haben. Wir brauchen unsere Fans für Fußball und ich möchte, dass wir uns darauf auch wieder konzentrieren. Dass die Dinge dazugehören, steht ja außer Frage, aber bitte außerhalb unseres Stadions. Herr Beeker, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns.